Ich verbrauche einfach noch zu viel. Ich muss viel mehr Mana haben. Naja, gut. Dann begeben wir uns nochmal zu den Pirates. Ich sollte den einen Spinner da in seiner Höhle, sollte ich ja mal finden. Obwohl, waren wir jetzt? Haben wir doch hier? Hab ich die Landkarte von hier? Habe ich das? Stimmt, hatte ich, gell? Ja, genau, hatte ich. Haha. Genau, da oben war noch ein Fikus, Fokus, den ich aktivieren konnte. Ja, das mache ich jetzt mal. Dann ist das schon mal wieder eine Reise, die ich mir tierisch sparen kann, die ganze Zeit. Auch so ein Ding, was ich machen wollte in der letzten einer der letzten Aufnahmen schon, gell? Da könnt ihr mir auch ruhig sagen, ihr Schlingel. Dann muss ich mir das immer so lange überlegen. Ich bin ganz entsetzt jetzt, dass ich die Fangheuschrecke aus nächster Nähe nicht erwischt habe. Das war bestimmt eine Cheater-Schrecke. Die cheatet den ganzen Tag und abends mit Beleuchtung. So geht's hier lang. Ne, da geht's nur runter. Ja, ich wollte gerade eine Abkürzung nehmen. Da wäre ich bald runtergefallen. Das wäre sehr schlecht gewesen für mich. Furchtbar schlecht wäre das gewesen. Hallo? Keiner da? Gut. Hier, die Gegend ist echt nicht zu unterschätzen, muss ich ja sagen. Ich meine, 2 Schuss für so eine scheiß Fangheuschrecke. Und die rennen meistens im Dreierpack rum. Also bitte. Wo ist denn da die Relation? So viel Mana habe ich noch gar nicht. Muss viel mehr in Mana investieren. So. Lebst du jetzt auch noch hier oder hast du dich gekonnt vergrümmelt? Was ist da oben? Geht's da hoch? Da geht's da tatsächlich hoch. Na komm, spring. Aha. Aha. Guten Tag. Ah, hier hat er sich hinver. Hier hat er sich hinverzogen. Alles klar. Wer bist du denn? Bist du einer der Banditen? Nein. Sehe ich etwa so aus? Nein, nach deinen Klamotten zu urteilen, kommst du von weit her. Fast. Was ist los? Mein Kumpel Malcolm ist weg. Uns hat so ein Mistvieh von einem Lurker angegriffen. Da sind wir in diese Höhle geflüchtet. Leider kam der Lurker uns nach. Malcolm hat gegen ihn gekämpft und ist dann mit dem Biest zusammen in das Loch da hinten gefallen. Da unten scheint Wasser zu sein. Der Lurker und Malcolm kämpften da unten noch eine Weile. Dann war es still. Ich weiß nicht, ob er noch lebt oder schon tot ist. Okay. Wie kommt man denn die Felsspalte runter? Keine Ahnung. Entweder man klettert runter oder man springt. Okay. Und sonst? Wenn ich das alles vorher gewusst hätte, wäre ich niemals Pirat geworden. Tja. Wenn sonst keine Probleme sind. So, hier hinten die Felsspalte ist ja runtergefallen. Ist das noch irgendwas? Außer fallende Felsspalten? Das müssen wir uns mal angucken. Der Malcolm war doch der, der hier voll mittendrin sein, die Holzarbeiten gemacht hat, oder? So, schauen wir mal. Autsch. Autsch. Stunt-Bonus! Cool. Na, bleib mal oben. So, hier sieht man schon mal nichts. Jetzt kommt wieder Metzels gnadenlos geile Tauchkunst. Pass mal auf. Ja. Da geht's rein. Blub, blub, weg war der Metzel. Das fände ich jetzt gerade mal gar nicht so faszinierend. Da komm, das packst du, das packst du, das packst du. Komm, komm, komm. Jawoll, sieht doch gut aus. Da bin ich jetzt gelandet. Okay. Ich hab's Gefühl, die beiden robben sich gerade an einem Piraten. Ja, ihr Mistviecher. Ah, armer Malcolm. Der tut mir jetzt gerade mal ein bisschen leid. Ein bisschen leid, wirklich. Aber der Stunt-Bonus, der war cool. Raffen wir jetzt erstmal hier alles, was es so gibt. Krok. Erstmal einen guten Schuss davon. Dunkle Pilz. Hi, Malcolm. Ist Zweihandkampf so,
Warum hatte Malcolm so eine Steintafel bei sich? Na, ist auch egal. Mensch, diese Sprache. Kann ich jetzt so einen Kristall mitnehmen? Der sieht wertvoll aus. Verdammte Scheiße. Gold. Noch mehr Gold. Goldbrocken. Hm. Nehmen wir alles mit. Schwefel. Hey. Alles Intelligenzien, die wir alles gut gebrauchen können. Für unsere Runenherstellung. Ja, dann haben wir den armen Malcolm wohl gefunden. Und ich glaube, ich kann mir auch vorstellen, wo es jetzt hier rausgeht. So, dann schwimmen wir mal hier weg. So, und wir kommen wo raus? Nein. Wieder an der Oberfläche. Ja, nein. Doch. Doch, wie erdacht, so ungefähr. Jetzt hier in diesem kleinen Talbecken sind wir jetzt rausgekommen. Hier müssen wir hoch irgendwie. Ist hier noch irgendwas? Nee. Hochgucken können wir so nicht. Gut. Also gucken wir mal, dass wir hier jetzt hoch können. Ja. Alles paletti. Kein Stress. Keinen Stress. Stresst du mich hier? Komm her, Varan. Was war das denn für ein mieser Schuss? So, der ist weg. Dann nervt mich hier jetzt keiner mehr. Liegt hier noch irgendwas rum, was interessant sein könnte. Was war das? Ach, jetzt auch wieder einen zerrissen. Oh, eine Spruchrolle. Sehr schön. Alles mitnehmen. Alles mitnehmen. Das kann nur ich gebrauchen. Sonst keiner. Sonst ist hier nix. Gut. Dann wieder hoch. Und dem anderen mitteilen, dass sein Kumpel bedauerlicherweise Lurker-Futter geworden ist. Der Malcolm hätte es bestimmt geschafft, den Lurker zu plätten. Wenn es nur einer geblieben wäre. Da sie dann aber leider so zweit wurden, hat es ihn kurzerhand zerrissen. Das ist eigentlich eine sehr tragische Nachricht. Sein fieser Tod. Nicht ganz so fies, wenn ich sie mit ihm mit Feuerbällen verbrannt hätte, aber ein fieser. So, jetzt war das hier oben, ja. Diese miesen Lurker-Schweine. Von wem ist das wieder hochgekommen, frage ich mich. Der kann doch sonst noch auf dem Boden rumkriechen. Aber das soll uns nicht kümmern. Wir sagen dem jetzt einfach nur, dass sein Kumpel leicht, ja, leicht lediert wurde. Nee, dem wird das Schaf geklaut. Dein Kumpel Malcolm ist tot. Das habe ich mir schon gedacht. Armes Schwein. Ich hätte ihm doch helfen sollen. Du bist echt mutig, weißt Klar. du das? Ich hätte das mit der Feldspalte nicht fertig gebracht. Und sonst? Wenn ich das alles vorher... Tja. Damit bin ich wohl dein Obergott, hä? Der Mini-Feuermetzel. Der Mini-Mage. Aber immer noch schade, irgendwie, Malcolm. Arme Sau. Der hat so fleißig hier sein Holz gehackt. Ja, muss ich nur sagen. Dann können wir hier von dem Kasper jetzt Bescheid geben, dass Malcolm tot ist. Gibt uns dann noch mehr Eintritt. Noch mehr Vergünstigung für Eintritt, Dunkelpilz. Warum hab ich den denn übersehen? Hilfe. Diese übersehe ich hier schon ganz offensichtlich. Und dann, ja. Dann muss ich hier mal die Höhle suchen, habe ich so gehört. Wo ja der eine Schnapsbrenner da drin sein soll. Der soll mir einiges über den Fuzzi sagen können. Ja. Nee, habe ich keine Lust zu erfahren. Kannst mich mal gern haben. Was hat er gesagt? Wo ist der Kerl? Aber ist ja jetzt erstmal zweitrangig. Schau mal, gibt es hier noch irgendwas drin? Eine Haschpfeife. Bier. Betten. Obwohl, Betten ist eigentlich, glaube ich, ganz gut. Vielleicht gerade für euch ein bisschen dunkel, aber das macht nichts. So. Also ich wollte gerade sagen, wieso glitzere ich denn? Das ist nur hier mein toller Stab. So, Sitzpisser.
Ich muss in Gregs Hütte. Vergiss es. Greg ist nicht da und ich habe die Tür verschlossen und passe auf, dass niemand auf dumme Gedanken kommt und versucht, die Hütte zu plündern. Also schipper wieder ab oder ich mach dir Beine. Deine Mama. Wieso mach ich ihn ja nur platt? Gib mir den Schlüssel zu Gregs Hütte. Du machst wohl Witze. Ja, mach's mal schon. Also, komm mir nicht so. Greg ist dein Boss? Jetzt komm mir bloß nicht damit, dass du ihn kennst. Doch. Jeder Seefahrer, ach, was sag ich, jede verfluchte Landratte auf der Insel kennt den schrecklichen Captain Greg. Er hat mir das Kommando übergeben. Ich bin ihm dafür verantwortlich, dass das faule Pack hier das macht, was er angeordnet hat. Einige von den Jungs hier denken vielleicht, sie können machen, was sie wollen, nur weil der Kapitän nicht da ist. Aber die werden sich noch wundern, wenn Greg zurückkommt. Ich werde ihm alles erzählen, was hier vorgefallen ist, hörst du? Auch wer versucht hat, in seine Hütte zu kommen. Oh ja. Also zieh Leine, oder du bekommst den Ärger deines Lebens. Meinst du? Ist mir eigentlich recht egal. Verprügeln? Ne, verprügeln könnte eigentlich knicken. Das Einzige, was ich machen könnte, ist ihm einheizen. Aber das ist ja auch nicht gut, wenn der mir hier abnippelt. Wo sollte ich nach dem Ding... War das da wieder? Da an dem Strand? Da vielleicht? Das wäre mal so... Wie schön das Wasser hier blinkt. Das wäre vielleicht mal eine Idee, da so um die Ecke zu schwimmen. Ich kann mir auch nicht vorstellen, wie man hier noch glauben soll. Bei diesem Saufverein. Hier gibt nichts. Ach, hättest du. Faszinierend. Ist mir piep egal. Speichern. Ist mir so piep egal, was du anders gemacht hättest. Das glaubst du gar nicht, wie piep egal mir das ist. Hier geht die Steine hoch. Oh. Okay. Damit ist der Plan wohl gestorben. Feuerwarane. Ich kann mal gucken, ob ich den Waran vielleicht erwisch. Den kriege ich. Ja. Okay. Hallo, Waränchen. Wo willst du hin? Hab ihn. Ich kann höchstens mal gucken, ob ich an den Waranen vorbeikomme, wenn ich hier lang so renne. Sieht nämlich schwer interessant aus, muss ich ja doch sagen. Aber anlegen mit den Feuerwaranen will ich mich jetzt echt nicht. Das ist... Nee. So, wenn du jetzt... Da ist zumindest eine Höhle. Wie schön das Wasser hier blinkt. Ich glaube, ich habe noch einen Schuss, oder? Ja, einen Schuss nur noch. Ich gebe mal ein bisschen mehr. Ach, die sind ja echt bis ganz da hinten hin, die Viecher. So, Waran, stirb. Feuerwaran, dem wird das Feuer nicht viel ausmachen. Das habe ich so im Urin. Nichts da ist nichts. Boah, wie viele Feuerwarane gibt es denn hier in dem Kaff? Ach, Mann. Oh, ist der, was? Ist der bei der Ring? Oho, oh. Die Höhle sieht interessant aus. Die Höhle sieht interessant aus. Die Höhle sieht interessant aus. Noch mehr Warane. Gibt's doch gar nicht. Kommen hier an alle her. Ist das Sommerschlussverkauf oder was? Im Waranmarkt. Komm her. Eins und zwei. Eins und zwei. Und wieder ein erfolgreicher Tag. Das sieht sehr interessant aus. Eine Hacke. Oh, oh, oh. Ach, ist das hier vielleicht wo Dings? Nein, hör auf, bitte, bitte, bitte. Brech ab. Ich bin Geschichte. War. Scheiße! Ach, Mann, ey. Also, ohne den Waran da platt zu machen, kommst du nicht vorbei. Das steht fest. Ach, Mann, ey. Verdammte Hacke. Vielleicht soll ich mal testen, wie viel ich doch für einen Feuerwaran brauche. Wie viel Schuss. Erstmal mache ich den Vertreter hier kalt. Nee, dich nicht, den da. Wenn er stehen bleibt. Eins, zwei. So, dann schau ich mal, wenn der da... Oh, kommt, der bleibt gerade stehen. Oh, ein bisschen was macht es ihm. Das ist schon mal gut. Aber leider nicht besonders viel. So, ich bleib mal hier oben so ein bisschen
so ein bisschen weg. Also das ist vielleicht doch noch ein bisschen geferlitscht. Die haben schwere Feuerresi, die Kerle. Hab schon einen anderen Zauber. Ich wollte ja auf Feuer vor allem spezialisiert bleiben. Molorett, Schaf, hilf mir nicht. Wolf beschwören. Und Tote vernichten hilft mir auch nicht. Ach, verdammte Hacke. Ich sollte... Ein Trink für Brandon. Brandon einen Trink spendieren. Garrets Kompass. Ja, das war bestimmt da, wo der Kompass ist. So, die Teleportsteine. Für zu einem Portal der mysteriösen Erbauer. Rüsten wir Banditen. Ich soll mich mal mit Samuel unterhalten. Vielleicht kann er mir weiterhelfen. Ja, wo ist Samuel? Uah. Ist das jetzt in der Nähe her? Das war's mit dir, Mistvieh. Also, die gute Nachricht ist, die machen die Feuerwarane platt, weil die so ein bisschen teilweise unkaputtbar sind, die Kerle. Die Brandon, die soll ich einen Trink ausgeben. Warte mal. Ich besorg dir einen Grog. Willst du mich... Mit der Brühe kannst du mich jagen. Weißt du, der alte Samuel hat auch gutes Zeug. Hol was davon. Dann sag mir nochmal, wo Samuel ist. Hast du schon mal Samuels Spezialrezept... Nein! Nein, noch nicht. Dann halt dich ran. Das musst du probiert haben. Sag mal, wo der ist. Ich liebe das Teufelszeug. Sag mir, wo er ist. Okay. Ich misch einfach jetzt mal mit. Vielleicht überlebt das ja Ganze. Au, au, au. Nein, Feuerschaden. Nein, Feuerschaden. Ach, Laden. Ach, Mann, ey, ach. Nur weil ich übertreiben musste. Mist. Mist, 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 Mist. Kacke ist das. So, dann nochmal. Also. Du nicht, Brandon. So, ich besorge dir deinen scheiß Grog. So, gibt's was Neues? Gibt's was? Warte mal. Na, was guckst du jetzt? Nee, kann nichts erkennen. Alles beim Alten. Sehr gut. Finde ich sehr gut. Toll, ey. Und ich weiß immer noch nicht, wo der Kerl ist. Angus und Hank. Erzähl mir mehr über Angus und Hank. Angus und Hank sollten sich mit ein paar von den Banditen vorm Lager treffen. Sie hatten jede Menge Krempel dabei. Alles, was die Mistkerle bei uns bestellt hatten. Schmiedestahl und Dietriche und so ein Zeug. Aber sie kamen nie zurück. Diese Banditenschweine haben sie mit Sicherheit um die Ecke gebracht. Morgan und Bill haben die beiden gesucht. Ohne Erfolg. Bill war ziemlich fertig wegen der Sache. Er war mit den beiden befreundet. Er ist noch jung. Die nimmt sowas noch so richtig mit. Wir anderen haben es mit Fassung getragen. Die Waren waren ja noch zu verschmerzen. Das habe ich noch gar nicht gewusst. Aber der Grog, den sie dabei hatten, das waren mindestens 20 Flaschen. Meinst du, mir geht das besser? Ja, gut. So viel dazu. Also, wo war jetzt... Das ist eine schlimme Sache. Jetzt guck ich nochmal... Ja, das hilft ja nichts. Und wenn ich jetzt das hier nochmal rauszücke... Ja, gut. Also ich habe volles Mana. Ja, also da unten brauche ich nicht mit anfangen. Die kennen mir zwar die Feuerwarane, aber da habe ich nichts von, weil ich keine Erfahrung dafür krieg. Aber wo... Ich habe natürlich auch nicht richtig aufgepasst mit dem Samuel. Achso, genau, ich wollte ja da den Teleportstein aktivieren. So, ich war da unten gewesen. Die Höhle da kenne ich, das kenne ich jetzt auch. Der muss ja doch da irgendwo sein. Anders kann es ja jetzt nicht sein. Wir werden sehen, sprach der Blinde. Wir müssen jetzt mal hier gucken. Ganz ehrlich, ohne Scheiß. Und wenn jetzt noch so viele komische Ratten oder sonstiges Gewürm ist, wir haben eine Aufgabe zu erfüllen. Wir müssen den Heiligen Gral finden. Wasserratten, ich mache euch alle platt.
Gleich ist nichts mehr hier mit Schwanzus Rattus. Na, bleib stehen, Wichsvieh.